Frau Popp, 6 Tore, keins von Alex Popp. Was ist da los? Ich heb mir die für die wichtigsten Spiele auf. Okay, danke, tschüss. Dominik, Glückwunsch zu einem 6:0 hier heute. Ich glaube, das war ein sehr, sehr souveräner und sehr guter Auftritt. Ja, ich denke, am Anfang haben wir Clips geguckt und wir dachten, die sind aber ganz stark eigentlich. Aber wir haben auch auf unsere eigene Qualität vertraut und ich glaube, heute 6:0 ist ganz gut. Wir hätten vielleicht noch mehr Tore schießen können, aber es ist ein gutes Ergebnis, nach Twente zu fahren. Und ja, ich glaube, das ist sehr gut. Ich glaube, alle fragen sich, wie du diesen Freistoß reingehämmert hast. Das war ja absolut Tor des Monats. Glückwunsch dazu und erzähl mal, wie hast du, wusstest du, der fliegt rein? Dankeschön dafür. Und also ich übe immer ganz viel und ja, heute hat es einfach, ja, ich habe den Ball ist von meinem Fuß also abgegangen, dann habe ich direkt ja, gemerkt, das war eine gute und die war einfach so perfekt rein und ich glaube, das ist ein Traumtor. Absolutes Traumtor. Glückwunsch dazu. 6:0 Hinspiel, sehr souveränes Ergebnis. Da darf im Rückspiel nicht mehr so viel passieren, oder? Nein, wir müssen einfach konzentriert bleiben. Aber ich glaube, das ist immer, weil wir ganz oft so Spiele haben, wo wir viele Tore schießen und so hinten lehnen. Und ich möchte immer gerne Clean Sheet haben. Das ist unser Ziel immer. Und deswegen, wenn wir immer also fokussiert bleiben, dann muss das kein Problem sein. Und das klappt in der Champions League ja auch bisher ganz gut. Vielen Dank. Danke. Trainer, Glückwunsch zu einem souveränen 6:0 im Hinspiel. Ich glaube, Sie sind heute durchweg zufrieden. Auf jeden Fall. Ganz tolles Ergebnis für uns. Hätten wir so klar jetzt nicht erwartet. Ich denke, auch die ersten 20 Minuten konnte man erahnen, was das für ein Spiel werden kann. Da stand Twente sehr diszipliniert, hat kaum Räume zugelassen und das hat ein bisschen gedauert, bis wir reingekommen sind ins Spiel. Aber ich denke, wir haben langsam Fahrt aufgenommen. Mit der Dauer des Spiels und am Ende dann auch verdient diese Tore dann erzielt. Ich würde gerne einen Satz von Ihnen entlocken. Normalerweise hebt man keine Spielerin heraus. Mir hat heute Jay Akapfi sehr, sehr gut gefallen. Spielwitz, 2 Tore gemacht, eine Vorlage gegeben. Ich meine, sie ist über 10 Jahre in diesem Verein, aber gibt jedes Mal Vollgas, wenn sie von Anfang an spielt und auch wenn sie reinkommt, richtig? Ja, erstmal habe ich mich gefreut, dass sie nicht kurzfristig ausgefallen ist. Das hatten wir jetzt vor kurzem erst. Ich glaube, man hat gesehen, dass sie top motiviert war. Es hat sie, glaube ich, auch sehr geärgert, wie das jetzt gelaufen ist. Und das hat sie dann auch in die Tore umgemünzt und auch die Vorlage. Freue ich mich auch sehr, ja, weil sie wirklich eine Spielerin ist, die alles für die Mannschaft gibt. Und deswegen freut mich es auch für sie, dass sie sich heute auch belohnt hat mit einem tollen Auftritt. Eine andere Szene angesprochen, Tor des Monats-like von Dominique. Wahnsinnsfreistoß. Ja, absolut. Aber das wissen wir ja auch, dass sie das kann. Hat sie auch schon in dieser Saison unter Beweis gestellt. Der war jetzt heute schon extra klasse, gar keine Frage. Kann so weitergehen. Und sie hat sich einiges vorgenommen bei Standards. Heute hat sie es mal wieder gezeigt, warum. Und freue ich mich auch. Insgesamt nach diesem 6:0 darf im Rückspiel, glaube ich, nicht mehr so viel anbrennen. Ist das auch ganz gut, dass man so vorgelegt hat, auch wenn man auf die Verletztenliste guckt? Ja, also dieses Ergebnis ist natürlich gut für uns im Rückspiel. Zum einen haben wir erstmal eine relativ kurze Anreise, das ist von Vorteil. Und natürlich mit so einem Polster im Nacken, das ist natürlich gut für uns. Und wir sind in einer sehr, sehr spannenden Phase. Wir haben ja schwere Aufgaben auch in der Liga vor uns. Deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt mit diesem Polster nach Enschede fahren können. Trotzdem müssen wir auch da natürlich unseren Job erfüllen und müssen auch souverän und seriös auftreten, damit wir dann in die nächste Runde einziehen. Aber klar, wir haben natürlich heute hier einen Riesenschritt gemacht und sind da natürlich überglücklich. Herzlichen Dank. Danke auch. 6:0, ich glaube, das ist heute ein prima Ergebnis. Sehr, sehr souverän, keine Torchancen zugelassen fast und 6 Tore erzielt. Sehr, sehr gute Ausgangslage. Ja, unterschreibe ich so. Also wir haben, glaube ich, wirklich recht und bis sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, um Twente so ein bisschen abzutasten sozusagen. Aber als man dann gemerkt hat, doch, dass wir die Räume haben, dass sie auch nicht ganz so extrem aggressiv waren, konnten wir die Bälle wirklich gut in unseren Reihen spielen. Teilweise gut in die Zwischenräume, dann aber auch wieder über die Außen. Und war nach vorne hin, gerade vorm Tor, dann glaube ich mit 6 Toren doch recht kaltschnäuzig, auch wenn das ein oder andere Tor hätte mehr fallen können. Aber ich glaube, wir können uns da absolut nicht beschweren. Einen Lippenleser hätte man aber bei den Wiederholungen von deinen Toren und den Close-Ups danach nicht engagieren. Ein bisschen geärgert hast du dich schon, dass du nicht getroffen hast, oder? Ja, natürlich. Also ich hatte die Möglichkeiten dazu und
entweder stand die Torfrau im Weg, ich habe, keine Ahnung, die Latte getroffen oder Pernille stand im Weg. ja, gehört dann auch einfach dazu. Manchmal gibt es so Tage, da kann man gefühlte 10 Stunden spielen und man trifft das Tor einfach nicht. Ich glaube, das war heute so ein Spieltag, für mich persönlich zumindest. Aber gut, dass es ja, nicht abhängig von mir ist, sondern dass wir noch viele andere auf dem Platz haben, die ein Tor schießen können. Und das haben wir auch wunderbar getan. Ein besonders schönes hat heute Dominique erzählt. Vielleicht ein Wort dazu? Tja, da fällt mir gar nichts zu ein. Also als ich gesehen habe, wie der da reinfliegt, habe ich gedacht, ja, da ziehe ich meinen Hut, auch wenn ich ihn nicht auf habe. Aber der war schon ja, bravourös. Ich glaube, besser kann man den nicht schießen. Jay, Glückwunsch zum 6:0 hier heute. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis im Hinspiel hier gegen Twente. Ja, finde ich auch. Es war sehr wichtig, dass wir unsere Chancen heute genutzt haben, dass wir eine sehr gute Ausgangssituation für das Spiel in 2 Wochen erschaffen haben. Du hast nur so vor Spielfreude gestrotzt 2 Tore selbst gemacht, 1 vorbereitet. Den Spielwitz und so, den hast du heute. Die hat es richtig Spaß gemacht hier heute, oder? Ja, ich versuche natürlich immer Spaß zu haben, weil Fußball ist wirklich, Fußball macht mir sehr viel Spaß. Wir haben es sehr gut gemacht, insgesamt als Mannschaft. Und natürlich, wenn es gut läuft in der Mannschaft, dann ist es persönlich auch ein bisschen einfacher, damit diese Welle sozusagen mitzugehen. Und das haben wir heute gut genutzt und alle wirklich alles gegeben und verdient gewonnen, verdient auch in diese Höhe gewonnen. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir jetzt so viele Tore gemacht haben. Die weiße Weste steht in der Champions League, kein Gegentor, heute auch sehr, sehr wenig zugelassen und eine sehr, sehr gute Leistung insgesamt gezeigt vom ganzen Team, richtig? Genau, also ich finde es auch, dass wir es sehr gut gemacht haben, dass wir hinten sehr stabil waren, dass wir immer da waren, dass wir gedoppelt haben und dass wir kaum Torchancen bzw. glaube ich gar keine richtigen Torchancen zugelassen haben. Es ist natürlich auch so wichtig für uns, klar vorne die Chance zu machen und hinten aber, dass die Null halt steht. Ein Wort zum Tor von Dominique. Wow. Danke.